Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich natürlich auch sehr, heute hier sein zu können. Mein Thema für heute ist Handelskrieg oder sind Handelskrieg. Und wenn ich Handelskrieg sage, dann meine ich natürlich nicht irgendeine Form der Kanonenbootdiplomatie, sondern ganz einfach vollständig eskalierten Protektionismus in der Art und Weise, wie wir sie zum Beispiel in den 1930er Jahren schon einmal beobachtet haben. Hier habe ich ein Schaubild für Sie mitgebracht, das veranschaulicht, was in den 1930er Jahren passiert ist. Also der Welthandel ist da regelrecht kollidiert, was auch stark damit zusammenhängt, dass es eben zu einem Handelskrieg gekommen ist. Das hat angefangen in 1930 mit dem sogenannten Smoot-Hawley-Tariff-Act in den USA, durch den die Zölle in mehr als 900 Industrien oder auf mehr als 900 Gütern zum Teil wirklich extrem in die Höhe gegangen sind, was dann Vergeltungsmaßnahmen von den amerikanischen Handelspartnern zur Folge hatte und letztlich zu einem weltweiten Handelskrieg geführt hat. Das war eine ernüchternde Erfahrung, sage ich mal, für Handelspolitiker in aller Welt und hat letztlich dann natürlich auch dazu geführt, dass wir jetzt einen kooperativen Ansatz in der Handelspolitik haben. Zunächst mit dem GATT-Abkommen, aber dann jetzt auch mit der Welthandelsorganisation. Und ich denke, die Einschätzung der meisten Beobachter war auch, dass es bei diesem kooperativen Ansatz bleiben würde. Jetzt ist es nun, wie Sie wissen, dazu gekommen, dass in den USA es eine neue Regierung gibt, einen neuen Präsidenten, der, wie Sie auch wissen, wirklich extreme protektionistische Maßnahmen zumindest angedroht haben. Sie wissen, er hat mal gesagt, gegen China würden hohe Zölle erhoben werden, gegen Mexiko würden hohe Zölle erhoben werden, auch gegen Deutschland wegen des Handelsbilanzüberschusses oder Defizits, je nachdem, von welcher Seite man sich das anschaut. Er hat das TPP-Agreement abgesagt, ist jetzt auch in Verhandlungen, NAFTA umzustrukturieren, womöglich aus NAFTA auszutreten, hat sich gegenüber der WTO auch nicht besonders freundlich geäußert, sodass man doch Sorge haben muss, denke ich mal. Also es ist noch nichts passiert, noch nichts wirklich Schlimmes passiert. Ich möchte mich jetzt auch nicht hier hinstellen und sagen, der nächste große Handelskrieg steht definitiv bevor. Aber ich denke, man ist schon gut beraten, den amerikanischen Präsidenten auch beim Wort zu nehmen und zumindest einmal zu überlegen, was denn passieren könnte, wenn es denn tatsächlich noch einmal zu einem Handelskrieg kommen wird. Und das ist mein Thema heute. Ich werde Ihnen kurz ein bisschen Hintergrund geben. Zum einen ganz allgemein über Handelsgewinne. Wenn ich natürlich verstehen will, wie schlimm ein Handelskrieg ist, muss ich erstmal verstehen, wie gut denn der Handel überhaupt ist, weil natürlich die Verluste aus dem Handelskrieg direkt auch mit dem Gewinn vom Außenhandel zusammenhängen, weil er eben den Außenhandel reduziert, ganz einfach. Also ich werde erst einmal kurz Ihnen meine Sicht darauf geben, warum es denn überhaupt Handelsgewinne gibt und dann die neuesten Schätzungen präsentieren, wie groß die denn sind. Dann komme ich zu meinem Hauptthema, warum gibt es denn überhaupt Handelskriege und wie teuer wäre so ein Handelskrieg. Und dann am Ende, wenn ich noch Zeit habe, möchte ich auf zwei Kontroversen eingehen. Das macht jetzt vielleicht an dem Punkt nicht so viel Sinn, warum ich genau darüber sprechen werde. Aber Sie sehen dann, wenn ich mit den ersten zwei Themen durch bin, warum ich da noch kurz darauf eingehen möchte. Also, lassen Sie uns kurz über Handelsgewinne sprechen. Warum gibt es denn überhaupt Handelsgewinne? Also warum profitieren Länder denn vom Außenhandel? Ich habe Ihnen hier mal ein kleines Schaubild mitgebracht, was sozusagen die möglichen Handelsgewinne veranschaulicht, die der Außenhandelstheorie identifiziert wurden. Ich möchte da jetzt gar nicht im Einzelnen darauf eingehen. Sie sehen, einige haben ein Fragezeichen dahinter. Und was ich damit meine, ist, dass dies Handelsgewinne sind, die sozusagen in der Außenhandelstheorie für möglich gehalten werden, die aber nach meiner Einschätzung des aktuellen Wissensstands sozusagen, wo es entweder unklar ist, ob es diese Handelsgewinne überhaupt gibt, oder wo es zumindest empirisch nicht gesichert sind, dass sie da bedeutend sind, sodass
meine Schlussfolgerung hier eigentlich ist, dass die wesentlichen Handelsgewinne eigentlich ganz einfach sich aus der internationalen Arbeitsteilung begründen, was ganz einfach bedeutet, entweder durch Comparative Advantage, also komparative Vorteile, oder eben steigende Skalenerträge. Also das ist wirklich ganz, ganz einfach. Es geht im Grunde nur darum, dass zum einen, wenn zwei Länder natürlich unterschiedlich gut sind, in verschiedenen Industrien zum Beispiel, dass es dann Sinn macht, sich zu spezialisieren, oder wenn es steigende Skalenerträge gibt, dass es dann natürlich auch Sinn macht, dass ich nur eine Sache mache und Sie eine andere Sache machen, anstatt dass wir beide Sachen zusammen machen. Und ich denke, dass es diese Handelsgewinne gibt, das dürfte eigentlich aus der Zweifel stehen. Das kann man ja bei jedem, kann man ja bei sich selbst zum Beispiel auch beobachten. Also, dass die Arbeitsteilung ein Fundament unseres Wohlstandes ist, das denke ich, wird keiner bezweifeln. Also, wenn ich jetzt anfangen würde, meine eigene Kleidung zu machen, mein eigenes Essen anzubauen, also meine eigenen Nahrungsmittel anzubauen, mein eigenes Brot zu backen und so weiter, wäre ich sicherlich wesentlich weniger produktiv, als wenn ich mich auf eine Sache spezialisieren würde. Und ich denke, das ist im Außenhandel fundamental auch nichts anderes. Wie groß sind diese Handelsgewinne jetzt? Das ist eine sehr interessante Frage, eine, die mich auch eine Weile beschäftigt hat und auch besorgt hat, weil wenn Sie mal einen Handelsökonom fragen, wie groß die Handelsgewinne sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der relativ ruhig wird und eben Kleinlaut zugibt, dass die wahrscheinlich relativ klein sind. Und das hängt damit zusammen, dass die ersten Studien, die das geschätzt haben, zum Beispiel Eaton and Quantum, ein berühmtes Modell mit einer quantitativen Applikation, haben eben gefunden, dass die Handelsgewinne, wenn man sie denn misst, eigentlich gar nicht so besonders groß sind. Was mich natürlich sehr besorgt hat als Außenhandelsökonom, weil es ein bisschen eine Identitätskrise, sage ich mal. Also wenn man an etwas forscht, was nicht so wichtig ist, dann ist es natürlich auch nicht das, was man machen will. Viele Leute haben dann gesagt, naja, ich habe das dann sozusagen beim Abendessen immer erwähnt, was ist denn jetzt los? Viele sagen, naja, es sind die Dynamic Gains und es sind nicht nur die Static Gains, aber dann habe ich zurückgefragt, naja, wenn es denn die Dynamic Gains sind, warum machen wir denn dann noch so viele Modelle mit komparativen Vorteilen? Also das kann ja auch wirklich das Ende sein. Zum Glück habe ich mich da selbst therapiert sozusagen und ein Paper geschrieben, in dem ich mich auch davon überzeugt habe, dass die Handelsgewinne selbst in klassischen Modellen doch wirklich erheblich sind. Und das sind die Resultate, die ich Ihnen hier vorstelle. Das müssen Sie alles sozusagen als grobe Schätzung nehmen. Also ich möchte Sie jetzt nicht von den genauen Zahlen überzeugen. Einfach die Bottomline ist sozusagen, dass die Handelsgewinne groß sind. Also ganz kurz vielleicht zur Haupteinsicht. Also die Haupteinsicht oder die Einsicht ist eigentlich, dass das Hauptproblem in der traditionellen Literatur ist eigentlich ganz offensichtlich, war, dass wir uns sozusagen die Handelsströme am Aggregat angeguckt haben. Wenn man sich aber überlegt, jetzt, wodurch kommen denn die Handelsgewinne wirklich zustande, dann sind das natürlich ganz spezielle Güter, auf die wir wirklich angewiesen sind. Also zum Beispiel besondere Konsumgüter. Wenn ich zum Beispiel keine Antibiotika herstellen kann, die brauche ich natürlich. Wenn ich kein Öl habe, das brauche ich natürlich. Wenn ich keinen Zugang zu speziellen Maschinen habe zum Beispiel, die brauche ich natürlich. Und wenn man das jetzt sozusagen unter den Teppich kehrt, dadurch, dass man sich einfach nur die Handelsströme im Aggregat anguckt, kommt man natürlich noch zu einer falschen Ergebnis. Also hier mein Best Guess sozusagen sind die folgenden Zahlen, also ungefähr ein Viertel des weltweiten BIPs werden ungefähr die Handelsgewinne. Also die Idee ist, wenn wir jetzt von der aktuellen Situation hin zu einer Situation von der vollständigen Autarkie gehen würden, also wo es keinen internationalen Handel mehr geben würde, dann wären das nach meiner Schätzung der Verlust des Realeinkommens. Also Sie können sich das immer als Veränderung des Realeinkommens vorstellen. Also durchschnittlich, also wenn ich sage insgesamt, dann meine ich sozusagen ein gewichtetes Mittel. Wenn ich einfach das einfache Mittel nehme, sind es durchschnittlich ein Drittel des Realeinkommens in Deutschland, auch ungefähr ein Drittel des Realeinkommens, also wirklich ganz erheblich. Also, ja, das ist sozusagen das erste Resultat. Das überspringe ich mal.
die, das erste Resultat ist, die ganz normalen staatlichen Handelsgewinne aus der, der internationalen Arbeitsteilung doch erheblich sind, dass sie wesentlich auf klassische Arbeitsteilung beruhen, wie ich gerade schon gesagt habe. Es mag sein, ich will jetzt gar nicht beschreiben, dass es vielleicht auch diese dynamischen Handelsgewinne gibt. Also zum Beispiel glauben wir ja doch alle vermutlich, dass der Außenhandel auch etwas mit Chinas spektakulärem Wachstum zu tun hatte zum Beispiel. Aber selbst wenn man das mal beiseite lässt, denke ich, sind die Handelsgewinne doch immer noch erheblich. So, das ist jetzt mal die, sozusagen die Ausgangslage. Die Handelsgewinne sind sehr hoch. Was es natürlich auch bedeutet, dass das Risiko, was von Handelsgewinnen ausgeht, auch hoch sein kann. Wobei natürlich jetzt in einem Handelskrieg es nicht zum kompletten Stillstand oder zum kompletten Erliegen des Außenhandels kommen würde. Aber lassen Sie mich ganz kurz noch auf eine grundlegende Frage eingehen. Jetzt könnten Sie natürlich fragen, wenn die Handelsgewinne so groß sind, warum wird es denn dann überhaupt zum Handelskrieg kommen können? Wenn doch alle Länder so viel profitieren vom Außenhandel, dann würden sie doch wohl gar keine Zölle erheben. Und Herr Wurst hatte das schon gesagt, es gibt da einige Theorien, die sozusagen zeigen, dass es zwar Handelsgewinne gibt, wenn wir sozusagen bilateral oder multilateral unsere Zölle senken, dass aber Handelspolitik oder Zölle im Besonderen doch auch sogenannte Beggar-Thy-Neighbor-Instruments sein können, was eben bedeutet, dass ich doch durch einen Zoll auch auf ihre Kosten mein Realeinkommen steigern kann. Also das kann zum einen Trans-of-Trade-Effekt sein, wie Herr Fuchs schon gesagt hatte, also Effekte, die Marktmacht ausnutzen. Das kann sogenannte Profit-Shifting-Effekt sein, hat Herr Fuchs auch schon kurz erwähnt. Also die Idee, dass ich praktisch die Profite meiner Industrie auf ihrer Kosten erhöhe. Und dann kann man natürlich schnell die Geschichte erzählen. Ich versuche mich auf ihre Kosten zu bereichern, sie versuchen sich auf meine Kosten zu bereichern. Am Ende schaffen wir es nicht und sind in einem sogenannten Gefangenen-Dilemma gefangen, was dann eben dazu führt, dass sozusagen nur der Welthandel einbricht, wir aber jeweils nichts davon haben, was dann im Übrigen auch Anreize für Zollverhandlungen dann natürlich mit sich bringt. So, das ist jetzt die Theorie. Wie sieht es aus, wenn man das mal versucht zu quantifizieren? Das habe ich hier in einem anderen Papier gemacht. Ich will da auch jetzt auf die Details gar nicht so genau eingehen. Sie nur wieder warnen, dass das erneut wirklich wieder nur grobe Schätzungen sind. Aber was ich hier gemacht habe, ich habe mal simuliert, was denn passieren würde, wenn man sozusagen ein Modell hinschreibt, dass viele dieser theoretischen Mechanismen beinhaltet, das einigermaßen realistisch kalibriert ist und kommen zu dem Schluss, dass die Zölle in einem wirklich weltweiten Handelskrieg so zwischen 50% und 60% wären. Das hört sich jetzt erstmal sehr viel an, aber wenn Sie schauen, wie hoch die Zölle denn waren in den 1930er Jahren, also die Smoot-Hawley-Zölle zum Beispiel, das war schon ungefähr in dieser Größenordnung. Und wenn man sich die Zahlen jetzt mal genauer anschaut, dann kommt man zu dem Schluss, dass durch so einen weltweiten Handelskrieg doch ungefähr ein Viertel der Handelsgewinne auch ausgelöscht werden können. Also, wenn man das jetzt sozusagen zusammensieht, zum einen sind die Handelsgewinne groß, zum anderen können die Handelskriege oder könnte ein Handelskrieg doch einen erheblichen Anteil dieser Handelsgewinne vernichten, sodass natürlich das doch ein ernstzunehmendes Risiko ist. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ein Handelskrieg bevorsteht, ich möchte nur sagen, dass wir doch gut beraten sind, das Thema sehr ernst zu nehmen. Was man jetzt natürlich auch machen kann, ist sich überlegen, wie viel könnte man denn noch gewinnen jetzt von weiteren Zollverhandlungen. Also Sie wissen ja, Zölle sind relativ gering, aber sind noch lange nicht beim Freihandel angekommen. Das habe ich auch simuliert und bin zu dem Schluss gekommen, dass doch tatsächlich 85% der möglichen Einkommensgewinne oder Realeinkommensgewinne schon realisiert worden sind. Was letztlich bedeutet, dass sozusagen die Kosten eines Handelskrieges sehr viel höher sind als die möglichen Erfolge, die man jetzt noch aus weiteren Zollverhandlungen ziehen kann. Das denke ich, das ist ja nur sozusagen eine kleine Randbemerkung, aber ich denke, das ist
sehr wichtig, das im Auge zu behalten oder im Kopf zu behalten, wenn man zum Beispiel die WTO, die Arbeit der WTO beurteilt. Die WTO muss ja viel Kritik einstecken, weil die Doha-Runde nicht funktioniert hat, weil angeblich sie nichts zustande bringt. Und ich meine, ein Stück weit ist natürlich auch was dran, dass die weiteren Integrationsbemühungen da stoppen. Aber wenn wir die WTO doch in erster Linie als Institution sehen, die sozusagen dazu führt oder die uns davor bewahrt, dass es wieder zu einem Handelskrieg kommt, wie schon in den 1930er Jahren, denke ich, muss man insgesamt die Arbeit doch als sehr positiv beurteilen. Also wenn nichts passiert, würde ich nur sagen, dann hat die WTO eigentlich schon ihr Hauptziel erreicht. Ich denke, das wird manchmal vergessen. Dann am Schluss möchte ich noch auf einige Kontroversen eingehen, weil bislang hört sich das jetzt ja so an. Ich habe gesagt, naja, die Handelsgewinne sind groß, die Kosten von einem Handelskrieg sind auch sehr groß. Die Welthandelsorganisation ist ganz toll. Da fragen sich jetzt natürlich, na, was ist denn dann los mit den ganzen Leuten, die gegen Handelsabkommen demonstrieren. Wir haben ja vorher gehört, dass hier in Berlin, ich glaube 2015, gab es Riesendemonstrationen, 200.000 Leute haben gegen TTIP, CETA und so weiter demonstriert. Worum geht es denn in diesen Demonstrationen? Da wollte ich einfach auch noch kurz abschließend drauf eingehen. Natürlich gibt es zum einen hier einfach ein Wiederaufflammen des klassischen Protektionismus, vor allem auch in den USA. Es ist natürlich immer schön, wenn man Ausländer für inländische Probleme, die zum Beispiel durch Strukturwandel herbeigeführt sind, verantwortlich machen kann. Aber ich denke, es gibt da durchaus auch berechtigte Bedenken gegenüber manchen handelspolitischen Maßnahmen, wo wir uns auch als Außenhandelsökonomen doch noch genauer Gedanken drüber machen soll. Und da möchte ich kurz drauf eingehen. Also ich habe noch kein gutes Label gefunden. Ich nenne es jetzt mal unkonventionelle Handelspolitik. Sie können es auch Deep Integration nennen, also sozusagen alles, was über die klassische Zollpolitik hinausgeht, spielt eine große Rolle in den aktuellen Handelsabkommen, also sowas wie CETA, sowas wie TTIP, da geht es ja im Wesentlichen eben nicht um Zölle, sondern es geht um ganz andere Sachen, also sowas wie Investitionsabkommen, Standards für Regulierung, Schutz von geistigem Eigentum, Service Trade zum Beispiel, das sind ja die Themen, und das sind die Themen in diesen Handelsabkommen, die eben auch recht kontrovers sind. Da würde ich einfach nochmal kurz darauf eingehen. Also Investitionsabkommen zum Beispiel, es gibt zurzeit rund 3000 bilaterale Investitionsabkommen und 300 sogenannte Trade Agreements with Investment Provisions, also das sind eigentlich Handelsverträge, in denen es aber auch Investitionsklauseln gibt, also sowas wie NAFTA zum Beispiel. Und was diese Investitionsabkommen machen, ist, sie schützen Investoren für Diskriminierung und Enteignung, gestützt auf ein sogenanntes Investor State Dispute Settlement Verfahren, also ein Schiedsgerichtsverfahren, was Sie sicherlich schon in der Zeitung von gehört haben. Das ist extrem kontrovers, also aus einigen Gründen, aber vor allem eben, weil diese Abkommen eben auch regulatorische Enteignung abdecken, also sozusagen, dass Investoren klagen können, wenn durch Regulierungsmaßnahmen sozusagen Gewinnpotenzial zerstört wird, was dann natürlich zur Sorge führt, dass sowas bei Reformen oder Verschärfung von Regulierung zum Beispiel dann auch erschweren kann. Und ich will gar nicht sagen, dass das was Schlechtes ist oder dass das was Gutes ist. Ich will nur einfach sagen, dass es in diesem Thema noch nicht wirklich genügend, meiner Meinung nach zumindest, wissenschaftliche Studien gibt, die uns jetzt erlauben würden, ganz klar zu sagen, dass das eine tolle Sache ist. Und ich denke, dass da wirklich noch mehr Forschung vonnöten ist. Dasselbe gilt für Standards und Regulierung. Wir hatten auch gerade schon etwas davon gehört. Also ursprünglich ging es jetzt in der GATT zum Beispiel überhaupt nur um Standards und Regulierung. Also da gab es zwar einige Maßnahmen, die dazu aufgerufen oder die
deren Sinn darin bestand, dass man durch Regulierung jetzt nicht Vereinbarungen untergräbt, die man sozusagen im Zollbereich schon gemacht hat. Aber das hat sich sozusagen immer weiter ausgeweitet von der GATT zur WTO hin zu an den modernen regionalen Abkommen, was ja auch okay sein kann. Also ich meine, das hört sich jetzt so schlimm an, dass man Sachen einschränkt, aber wenn man sozusagen international was koordiniert, dann bringt das natürlich auch eine Einschränkung mit sich. Es kann auch wieder was Gutes sein. Ich habe jetzt nicht Zeit, um hier genau darauf einzugehen, was die Literatur dazu sagt, aber ich wollte auch nur feststellen, dass zumindest meine Einschätzung der aktuellen Wissensstand hier ist, dass wir sozusagen auch gar nicht so genau wissen, wie wir das beurteilen können. Und dasselbe gilt für Bestimmungen zum Schutz des geistigen Eigentums, auch extrem kontrovers. Die WTO, also mit der Gründung der WTO 1994, ist auch das sogenannte TRIPS-Abkommen zum Tragen gekommen, wo sozusagen geistiges Eigentum beschützt wird. Das hört sich jetzt erstmal noch was Gutem an und ist im Allgemeinen wahrscheinlich auch was Gutes. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel Indien sind und davon reden, dass sie Pharmazeutika von Schweizer Unternehmen kopieren zum Beispiel, dann ist natürlich, und das dann günstig an ihre lokalen Kunden verkaufen, dann ist natürlich für sie Schutz des geistigen Eigentums ist nicht unbedingt eine schöne Sache, sodass da zumindest einige Leute der Meinung sind, dass das doch auch auf Kosten von Entwicklungsländern gegangen ist. Da gibt es auch wieder Gegenargumente. Ich möchte jetzt, wie gesagt, auch gar nicht sagen, dass das schlecht oder gut ist, sondern auch wieder nur feststellen, dass ich denke, wir uns da noch kein abschließendes Urteil erlauben können. Ja, ich möchte einfach sozusagen, Handelsökonomen haben manchmal so ein bisschen den Instinkt, sage ich mal, es heißt irgendwas Handelsabkommen, wir finden Handel ganz toll und finden deswegen auch das Handelsabkommen toll, aber oft geht es eben um Sachen, wo wir, denke ich, auch gar nicht so genau wissen, was die denn jetzt wirklich bewirken. Dann wissen wir natürlich, also jeder, der mal einen Kurs in Außenhandelstheorie belegt hat, weiß natürlich, dass Handel auch wichtige Verteilungseffekte haben kann, also dass zwar im Durchschnitt sozusagen der Außenhandel gut ist, aber doch es auch Verlierer und Gewinner innerhalb einzelner Länder geben kann. Das ist jetzt in letzter Zeit besonders wichtig geworden, einfach durch das Erstarken von China natürlich, wo wir jetzt auch dokumentieren konnten, dass es da in den USA zum Beispiel doch zu Messwaren und auch wichtigen Verteilungseffekten gekommen ist. Auch ein wichtiges Thema, denke ich, hier finde ich, es ist ganz wichtig, dass man nicht vergisst, dass alle möglichen Sachen Verteilungseffekte haben, Rezessionen und Verteilungseffekte. Wenn Unternehmen bankrott gehen, hat das Verteilungseffekte, Steuerreformen und Verteilungseffekte und so weiter. Ich denke, es ist wichtig, die Verteilungseffekte vom Außenhandel zu studieren und auch zu dokumentieren, sich da Gedanken darüber zu machen, aber dennoch auch im Kopf zu behalten, dass es sozusagen diese Verteilungseffekte auch viele andere Ursachen haben. Also zusammenfassend, warum sind Handelsabkommen so kontrovers, obwohl die Handelsabkommen so groß sind und die Handelskriege teuer sind? Wie gesagt, ich denke, dass moderne Handelsabkommen viele unkonventionelle Maßnahmen enthalten, die wir noch nicht wirklich als Ökonomen verstanden haben und dass eben Handelsliberalisierung natürlich auch Einkommensungleichheit verstärken kann. Damit komme ich auch schon zum Schluss. Meine abschließenden Bemerkung, einfach nochmal als Zusammenfassung. Also den ersten Punkt, den ich versucht habe zu machen, ist, dass die Handelsgewinne groß sind. Meine Schätzung kommt zu dem Schluss, dass ca. ein Viertel des weltweiten Realeinkommens verloren gehen würde, wenn wir nicht mehr handeln würden. Und das, wenn man sozusagen das jetzt durchschnittlich Land pro Land sich anguckt, dass sogar ein Drittel des Realeinkommens wäre. Der zweite Punkt, Handelswege sind teuer, würden ungefähr ein Drittel der Handelsgewinne zerstören. Und der dritte Punkt, moderne Handelsabkommen gehen weit über konventionelle Zollpolitik hinaus. Und ich denke, dass wir da noch weitere Forschungsarbeit benötigen. Genau.
Fragen und Anmerkungen? Ja, Sören Enkelmann, vielen Dank. Ich habe eine Anmerkung, eine Frage. Die Anmerkung, ich finde es gut, dass Sie darauf hingewiesen haben, dass die Vorteile, es handelt sich eben nicht nur auf Beschäftigungseffekte konzentrieren. Die Debatte um sagen wir, diese Papiere von David Autor in den USA oder auch Südikum in Deutschland haben zwischenzeitlich den Fokus auf diese Beschäftigungs- und Verteilungseffekte sehr stark gelenkt und haben die anderen Gewinne, die man aus dem internationalen Handel hat, ein bisschen in den Hintergrund gedrängt. Meine Frage wäre jetzt, Basis Ihrer Überlegungen und Ihrer Forschung, was würden Sie denn für ein außenpolitisches oder handelspolitisches, außenhandelspolitische Strategie für die Brexit-Verhandlungen vorschlagen? Also was wäre sozusagen aus Ihrer Sicht da die beste Lösung? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Also zum einen gebe ich Ihnen vollkommen recht mit den Beschäftigungseffekten. Das ist eigentlich ganz interessant. Wenn man jemanden auf der Straße fragt, warum Handelspolitik wichtig ist, dann sagt er natürlich Jobs. Das ist was, was wir als Handelsökonomen eigentlich überhaupt nicht wirklich nicht berücksichtigen, weil sie jetzt so negativ an, aber eben auch nicht für nicht so wichtig befunden haben, weil eben Handelspolitik doch auf jetzt zum Beispiel Arbeitslosigkeit in der Langfrist doch keine großen Konsequenzen hat. Also Brexit. Also ich kann Ihnen sagen, einfach aus handelspolitischer Sicht macht es jetzt keinen großen Sinn, die Briten zu bestrafen. Also es ist definitiv auch im Interesse der Europäischen Union, ein tiefes Handelsabkommen mit Großbritannien abzuschließen, selbst wenn es da jetzt nicht zu, sozusagen, selbst wenn es nur den einen Freedom gibt und nicht die anderen drei auch noch. Aber ich weiß natürlich, dass es da auch politische Überlegungen gibt, die jetzt über die Handelspolitik hinausgehen. Das ist also in der Praxis wahrscheinlich nicht machbar. Gerhard Stahl, ich unterrichte in der Peking-Universität und am Europakolleg. Ich fand Ihre Darstellung sehr überzeugend und Sie haben ja nochmal bestätigt, dass internationaler Handel Gewinne bringt, sogar mehr Gewinne, als häufig gesagt werden, weil Sie ja dann auch in die Details noch gegangen sind und nicht nur mit globalen Aggregaten gearbeitet haben. Trotzdem ist es natürlich erstaunlich, dass politisch gegen diese Gewinne entschieden wird, in den USA und jetzt mit Brexit. Deshalb eine Empfehlung für zukünftige Forschungsarbeiten in Ihrem Bereich. Ist denn nicht ein Grund, warum wir dieses Auseinanderfallen haben zwischen politischen Entscheidungen gegen Handel und den ökonomischen Ergebnissen, die positiv sind, dass die Verteilungseffekte halt nicht ausreichend analysiert werden? Denn wir haben ja vorhin gesehen, für Großbritannien sind Dienstleistungen sehr, sehr positiv. Trotzdem haben die Briten, wenn auch knapp, gegen die Beibehaltung gestimmt. Warum? Weil London der Dienstleistungssektor ist und weil es negative Verteilungseffekte gibt für altindustrielle Regionen, die zwar Londons Gewinn größer machen, aber andere bezahlen lassen. Also insofern kann man überhaupt noch Außenhandelstheorie analysieren, wenn man sich begrenzt auf die nationale Sichtweise. Müssen Sie nicht eine regionale und auch eine verteilungsbezogene Sichtweise hinzufügen, weil in der politischen Auseinandersetzung ja diejenigen sich äußern, die entweder verteilungsmäßig betroffen sind, einkommensmäßig oder regional. Also deshalb für Forschungsaktivitäten runterbrechen der Verteilungseffekte auf Regionen und auf Einkommensgruppen, dann sieht man mit dem Bezug zu den politischen Aktionen. Und das ist ja das Spannende, was China macht. China funktioniert ja anders. Wer sich ansieht, wie ein Fünfjahresplan diskutiert wird, der sieht, dass es dort ein Gesamtkonzept gibt, keine Deppen, keine Kategorien, die voneinander entfernt sind, sondern lange Diskussionen um politische Kompromisse. Und das müsste jetzt eigentlich die Theorie hier, die Außenhandelstheorie, dadurch mit erleichtern, dass man stärker differenziert. Also da kann ich Ihnen auf jeden Fall recht geben. Ich denke, das ist sehr wichtig, sich die Verteilungseffekte anzuschauen. Ich denke, das wird auch gemacht. Also die Außenhandelstheorie ist ja wirklich sozusagen das erste klassische Resultat ist, es gibt Handelsgewinne. Das zweite klassische Resultat ist, dass es eben Gewinner und Verlierer gibt. Und das ist auch in der angewandten Forschung jetzt von meinem Kollegen David Dorn zum Beispiel ja auch gezeigt wurde, oder Südikum hier in Deutschland, dass eben die Verteilungseffekte auch
Leuten sind. Eine Sache, die ich persönlich nur, das habe ich eben versucht zu sagen, da hatte ich vielleicht nicht genug Zeit, was mich immer ein bisschen stört, ist, dass es nun ausgerechnet beim Handel geht es um die Verteilungseffekte, bei allem anderen aber irgendwie nicht. Also ich finde, es ist wichtig, dass man sich die Verteilungseffekte vom Handel anschaut. Ich finde es aber genauso wichtig, dass man sich die Verteilungseffekte von allen möglichen anderen Sachen anschaut. Und ich hatte mal so ein bisschen den Eindruck, dass wenn es die Chinesen gewesen sind, die Verteilungseffekte hervorrufen, dass das irgendwie was Schlimmes ist. Aber wenn es jetzt einfach der technologische Fortschritt ist, dann ist es halt einfach so gekommen. Also deswegen wäre jetzt meine Empfehlung, da jetzt nicht irgendwie an der Handelspolitik rumzudoktern, sondern einfach zu versuchen, dass man sozusagen einen größeren Wurf, also sozusagen schaut, dass der Sozialstaat eben richtig aufgestellt ist, um mit solchen Verteilungsproblemen auch umzugehen und da jetzt gar nicht irgendwie den Handel spezifisch anzugucken. Haben wir noch Zeit? Funktioniert, ja. Gut, ich wollte nur noch eine Bemerkung machen. Eigentlich hat sich die Diskussion, was sozusagen Handelskrieg angeht, als Mittel der Politik, und zwar einer allgemeinen Politik, für auch politische Ziele, die jetzt über den reinen wirtschaftlichen Effekt hinausgehen, ausgeweitet. Also zum Beispiel gibt es ja vom Council of Foreign Relations das Buch War by Other Means, was genau die Frage diskutiert, die Chinesen und die Russen, die setzen sozusagen ihre Wirtschaftspolitik strategisch ein und politische Ziele, die über das rein wirtschaftliche hinausgehen, teilweise erfolgreich, teilweise ohne Erfolg, aber die USA werden da sozusagen zudem als Nachzügler in diese Politik integriert. Das heißt, unser rein ökonomischer Blick ist eigentlich viel zu verkürzt, weil das sozusagen diese Debatte eigentlich völlig ausklammert und nur immer sagt, und darüber jammert ja der Krieg, der führt zu ökonomischen Schäden. Aber jeder Krieg führt eigentlich zu ökonomischen Verlusten. Trotzdem haben wir sie alle, ob wir in Syrien oder sonst wo hinschauen. Das heißt, wir haben den Krieg nicht verstanden, warum er bestimmte Ziele und Mittel einsetzt, die auch zu hohen ökonomischen Verlusten vorübergehend führen. Also da kann ich ganz schnell antworten, also da gebe ich Ihnen recht. Ich finde, das ist unheimlich spannend, dass man sich nicht nur die wirtschaftlichen Auswirkungen der Handelspolitik anschaut, sondern auch die allgemeinen. Und da gibt es auch eine Literatur zu. Es gibt ein ganz interessantes Paper zum Beispiel, das heißt Make Trade Not War. Da geht es darum, dass man sozusagen unter Umständen durch, also es ist jetzt zu kompliziert, als dass ich das schnell erklären kann, aber es ist zum Beispiel ein Resultat, dass wenn es sozusagen höheren bilateralen Handel gibt, dass dann die bilaterale Kriegswahrscheinlichkeit auch runtergeht, weil einfach die Kosten vom Krieg sich auch erhöhen. Aber ich gebe Ihnen da im Grunde recht, dass das sehr interessant ist. Gut, vielen Dank.